Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Maverick getauft und wir fahren hier gemeinsam den wunderbaren Euro Truck Simulator 2. In der letzten Folge sind wir ja mit einem Actros war es, glaube ich, nach Holstebro gefahren. Das war ja nicht unser LKW. Und da haben wir uns ja überlegt, so langsam könnte die Kohle mal reichen, dass wir uns mal einen eigenen kaufen. Also werden wir jetzt nicht in Holstebro starten, sondern wir springen direkt zum Scania-Händler in Dresden. Gucken, dass wir uns da einen schicken LKW zusammenstellen, den kaufen. Und dann, dass wir mit dem auf die Piste gehen, würde ich sagen. Und ja, wir fahren nach wie vor, fahre ich immer noch mit dem alten wackeligen Lenkrad. Auch in dieser Folge leider. Aber das kennt ihr ja schon. Wie gesagt, in Zukunft kommt dann ja auch hier das Neue an in der Realität. Während ich das hier schneide, steht es schon neben mir. Ich habe es auch schon genutzt, aber ja, hier ist es halt noch nicht drin. In diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß beim Video und wir gehen jetzt erstmal schön shoppen. So, wir gehen mal eben zum Scania-Händler in wunderschönen Dresden, gucken, was uns da ein LKW kostet. Weil wir wollen ja so langsam mal unseren eigenen Hobel haben. Hat der denn beim Scania-Händler auch die Mod-Scanias drin? Bin ich mal gespannt. RLJ. Ja, hat er. Der hat die Tees mit drin. Sehr cool. Also ich will mir jetzt noch keinen Tee kaufen. Kann ich mir gerade nicht leisten. So, nehmen wir den oder wollen wir mal den? Den ganz neuen nehmen hier den. Den Scania S. Ah, verfügbar ab Level 16, okay. Level 25. Wir können Streamline normalen kriegen. 2009er. Wo unterscheiden die sich? Ein bisschen in der Front. Okay. Normalen mit LJ Modifications. Ein 4 Series. Das ist auch dann der Vorgänger. Ein S mit normalem Dach. Hier ist jetzt die Frage, ob man da später mal irgendwann. Oh, wahrscheinlich weiß ich noch gar nicht. Ja, ich würde sagen, wir nehmen mal den 2009er oder den hier. Worin unterscheiden die sich denn? 2009er ist ein bisschen höher oben. Weil der ist schon schön, der RLJ hier, ne? Der kann auch einiges an Fahrwerken später. Ein Load Deck brauchen wir jetzt nicht. So, Lackierung. Was wollen wir denn für eine Lackierung haben? Eigentlich eine zweifarbige, ne? Und das sieht doof aus. Urban Gray Metallic, Single Colors. Ach, guck mal, da kannst du den dann. Benutzerdefinierte Single Colors 2. Kannst du da auch Metallic nehmen? Nee, wa? Glaube nicht. Benutzerdefiniert. Ich würde gerne verschiedene Lackierungen haben. V8, ne, das ist jetzt nicht so cool. Was ist denn hier was? So, da nehmen wir einfach mal rot. Den da? Was ist denn hier jetzt rot? Hier wird nichts rot, okay. Hier nehmen wir auch mal rot. Okay, das ist da hinten. Und das ist vorne, okay. Ja, ist jetzt nicht so meins. Die Lackierung ist eigentlich ziemlich cool. Schönen schwarzen oder anthrazitfarbenen Grill vorne. Vielleicht mit so einem Touch ins Blaue rein. So. So. Und Hauptkabine in, nicht in Rot. Boah, dieses. Wir könnten ja auch was ganz Auffälliges nehmen, ne? Pinke LKWs oder so. Habe ich sonst auch nicht so häufig. Na gut, Lackierung kostet natürlich wieder 8000. Müsste man sich mal überlegen, wie man das machen will, ob man die tatsächlich in so lackieren will. Red Ruby. Blue Sapphire. Light Yellow. Ja, das sieht scheiße aus.
Wo ist denn hier was weiß? Aber wahrscheinlich die Teile, die nicht dran sind, wa? Ja. Guck mal hier dann. So. Die ganze Kabine machen wir in. Das wäre schon cool, aber. Kabine machen wir in. Das ist schon fast wieder so ein Grün-Gelb, ne? Die Farbe sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Also würde ich mir jetzt privat nicht aufs Auto schrauben, aber. Zum gewissen Wiedererkennungswert. Aber da wäre natürlich sowas cool. Türkis, so. Dunkles Türkis. Sieht ganz schick aus, finde ich. Speichern wir mal als zweite Voreinstellung. Ja, wo das Rot und so jetzt hinkommt, das weiß ich gar nicht. Deswegen lassen wir das mal. 230 PS ist ein bisschen wenig. Also 280. 320 hätte ich schon gerne. Achtgang mit Retarder. Retarder wäre schon nicht schlecht. 8 plus 1, Retarder. 12-Gang, ja, Gott. Ich weiß jetzt nicht, was die Unterschiede hier sind. Retarder wäre schon gut. Ah, okay, das kann halt besser Standardgut und das kann besser Schwergut. Aber wir wollen ja Standardgut erstmal fahren. Das bleibt erstmal so, das können wir uns nämlich gar nicht anders leisten. Hier haben wir auch noch nichts, was frei ist, ne? Ja, höchstens das Ding. Oder den, und der ist jetzt nicht so cool. Also schön irgendwie cool, aber irgendwie auch nicht. Nee. Was könnte ich ihm denn hier noch draufschrauben? Saab Scania. Da den Griffin hin. Ja, das sieht cool aus. Das Dach Mirage. Ich würde sagen, das sparen wir aber erstmal so. Wir machen erstmal das so, ein bisschen Basic, dass er ein bisschen laufen kann. Vielleicht noch eine schöne Seitenverkleidung. Das sieht, glaube ich, noch nicht schlecht aus. Muss jetzt ja nicht unbedingt hier so mega gehypt werden. Ja, nee, so ein Quatsch brauchen wir garantiert nicht. Was haben wir hier? Erba Stock. Erba Old. Das Ding sieht ganz cool aus, das bauen wir dann auch mit an. Equipment Tower könnte man auch noch drauf schrauben. Nee, sieht nicht aus bei dem kurzen Radstand. So. Können wir die Sattelplatte noch verändern? Lackiert. Ja, nee, das kostet ja nur Geld. So, Taillights Streamline. Sehen um einiges cooler aus. Kosten halt 400 € Aufpreis, ne? So, das wäre dann 143.000 wäre das. Das heißt, wir haben 10.000, das heißt, wir müssen 100, gucken, dass wir 150 aufnehmen, fragen wir mal, was die Bank uns so geben will. Ach so, wenn, dann muss ich 400 aufnehmen. Naja, oder? Ist immer noch günstiger, oder? Einmal den. Einmal den. So, auf zum LKW-Händler. Zum Scania-Händler. Zack, besuchen. Ja. Hier hatten wir doch irgendwo einen. Ach, den hat er jetzt auch noch nicht mal gespeichert, oder wie? Oh Mann. Das ist doch doof. Naja. Ausführung ändern. Wir hatten das Führerhaus genommen, das Fahrwerk. Wir hatten aber den großen Motor genommen, hatten das 12-Gang-Getriebe, das ganz letzte genommen. Wollte ich was? Ne, warte mal, wir wollten ja Standardgut möglichst viel fahren. Das da nehmen wir. Lackierung haben wir gesagt, Single Colors, den Grill, das Dach.
Dann wollten wir den anderen Equipment Tower haben, weil der cooler aussieht. Die andere Airbar haben, weil die cooler aussieht. Dann wollten wir die Kunststoffblenden erstmal haben, weil wir lackieren können wir uns noch nicht leisten. Hier wollten wir das Saab Scania Logo haben und da das Griffin. Und hier hinten haben wir gesagt, die Streamline Taillights, die sehen cooler aus, finde ich. Ja, doch, doch. Das können wir hier unten noch machen. Mudflaps andere dranhängen. Scania. Oder die sehen cool aus. Die finde ich gut. Die gefallen mir. So, Rims lassen wir mal original. Das lassen wir mal alles so. Kostet ja all nur Geld. Spiegel können erstmal so bleiben. Was ist denn modern? Wo unterscheiden die sich jetzt? Ich sehe keinen Unterschied. Naja, gut. Wir lassen es erstmal so. Vorne noch ein Spiegel dran, ja. Aber Level 6 gibt es den bestimmt auch in komplett lackiert. Wir nehmen erstmal den nur in Kunststoff. Die olle Blende hier oben. Das ist die sein, ne? Ja. Kann man die auch komplett abnehmen? So. Ach, guck mal, da können, was haben wir denn hier? Streamline könnten wir da auch noch mit den Schrauben. Wir nehmen die Streamline Original. Und zwar die, ja. So, dann lassen wir das erstmal so. Was aber ganz wichtig ist, was auf jeden Fall ran muss, wenn auch nur der Grill oben drauf kommt, brauchen wir auf jeden Fall zweimal Raw, damit wir auch Krach machen können. Also auch wenn wir pleite gehen, wir brauchen Drucklufthörner. Das ist quasi Vorschrift. Also die braucht man unbedingt. Ja, hier müsste ich eventuell dann doch nochmal gucken, dass ich eventuell das Modpack mit den Heller Scheinwerfer, weil die sehen echt scheiße aus hier. So. No Roof Grill, hat man da auch die Anbau? Ah, da hast du auch die Anbaupunkte. Guck mal, das geht doch. Da kriege ich dann auch die Drucklufthörner außen drauf. Das ist doch cool. So mag ich das. Dann könnte man hier eventuell. Kann ich schon Randale leuchten kriegen? Nee, kann ich noch nicht. Nee. Na gut, 140.000, das wird ja passen. Den kaufen wir. Jo. So. Ja, dann will ich mal gucken. Mal sagen. Auf geht's zum ersten eigenen Auftrag mit dem ersten eigenen. Das wird schön. Ich freue mich. Ich wollte gerade sagen, zur Feier des Tages eine Süßigkeit, aber die Süßigkeit ist gerade runtergefallen. Jetzt muss ich sie mal eben hinterm Computer wieder herholen. Ui, komm wieder her, Süßigkeit. Ich brauche dich. So. Das war der Tracker R, ja. Gucke mal, schönes kleines LKWchen. Steht in Berlin City, würde ich mal sagen. Vermute ich mal, ja, müsste ja nicht, ne? So, wir haben unsere kleine Werkstatt hier. Unser erster eigener LKW. Scania R. Kann man gleich da anfangen. Muss ich mal so sagen. Das hat gut geschmeckt. So. Weltkarte, Auftragsangebot, Aufträge. Gucken wir mal. Wir befinden uns in Berlin. Oversize fahren oder Schwerlast fahren wir mal lieber noch nicht. Öl könnten wir fahren. Oder wir fahren Bursa runter. Wir fahren Bursa runter nach Warschau, würde ich sagen. Das ist okay. So, Motor an. Let's go. Let's go! Da muss ich auch noch mal gucken, dass ich ein vernünftiges Cockpit für kriege für die Kiste. So. Alles klar. Wo wollen wir denn hin? Gucken. Ja, so muss das klingen. So muss das klingen. Wo wollen wir hin? Wir wollen da hinten irgendwo hin, ne? Gut. Turn left.
I will. Get ready to turn left. Get ready to turn left. Yes, sir. Turn left and then turn left. Turn left and then turn left. Okay. Achso, dann da hinten. Ja, ja. Habe ich schon erwähnt, dass wir jetzt haben? We're here. Right on time. Wo muss ich denn hin? Zum Nagel? Ja, jedenfalls nicht zu MAN. Nee, nee, wenn, da muss ich da vorne wahrscheinlich zum Nagel. Nagel-Dings da. Ich glaube, da war das, ne? Hatten wir hier nicht auch letztes Mal den Trailer weggeholt? Ne, der ist das nicht. Hier sind wir verkehrt. Oder? Hier sind wir doch verkehrt. Ach, Padburg, 9000. Aber ich will eigentlich nicht mit dem Double Trailer anfangen. Oh, den Jungs... Ups. Den Jungs sollten wir vielleicht nicht unbedingt die Vorfahrt nehmen. Dann war das da vorne, gegenüber der... Das war ja sicherlich nicht. Dann war das hier bei Barbaros. Okay. Das ist eine echte Spedition, ne? Barbaros, ist das nicht dieser Riese aus... Wo kommen die denn her? Turn left and turn left again. Ich fürchte, da muss ich da hinten mal einen U-Turn machen. Damit ich da raufkomme. Der Laden war das, glaube ich, ne? Da haben wir den Scheiß nämlich letztes Mal auch rausgefahren. Meine ich. Glaube ich, bin mir noch nicht sicher. Hm? Ah, der Lauf. Aber das Zeug haben wir schon mal gefahren. Ich glaube, das war auch hier. Ja, da habe ich noch festgestellt, dass man hier gar nicht rauskommt. Das war die allererste Mission. Die ist auch hier gestartet. Genau, da, Bohrsäure nach Warschau. Ich bin zwar der Meinung, dass Bohrsäure ein Jauke-Fahrgut sein müsste, oder? Ist das nicht ein ziemlich toxisches Scheißzeug? Ich weiß es nicht. Naja. Wir lassen uns mal überraschen. So, welcher ist meiner? Der hintere. Der hat so ein kleines, oder der mittlere, der hat so ein kleines X darunter. Da sieht man das. Ah, sieht man nicht gut, aber... Der Mod, den ich da drauf habe, der zeigt das durch dieses kleine X an. Da sieht man das so ein bisschen. Da. Ist halb im Boden versunken, aber der müsste es sein. Schief. So. Warum will er den nicht? Okay, ich bin zu weit drüben, alles klar. Immer noch nicht. Da wäre der Bolzen, oder was? Jetzt sieht man auch das X da. Let's get jetzt will er. So. Zack.
Guck mal, schön die Leitung da dran, so gefällt mir das. Alles klar, auf nach Warschau. Würde ich mal so sagen, wa? Jetzt müssen wir gleich wieder nicht ihm folgen, weil er will ja wieder, dass wir links rumfahren, was wir ja nicht können. Kennen wir ja schon. Dann schimpft er gleich wieder. Nein, kein Gelände, new round. Wir dürfen ja nur rechts rum. Keep left, never mind. I'll find a new route. Keep left. Ja, wir machen hier einen U-Turn. Ja, ja, wir machen hier einen U-Turn, das kriegen wir wohl hin. So, eben beide Spuren blockieren hier. So. Hallo, Herr Polizei. Ich bin ein lieber LKW-Fahrer. Ich. Da. Okay, let's find a new route. Ja, lehrt mich. So, ich bin doch wieder dahin gefahren, wo du hin wolltest, mein Freund. So. Keep left and then turn left. Yep. So. Turn left. Mhm. Zur B, zur A100. Richtung Dresden, Richtung Dresden. Ja, alles klar. Get ready to turn left. Das sind wir anders umgefahren, ne? Turn left. Schitter, Dresden. Oh, war auch nach Dresden, wa? Auf nach Sachsen. Oder? Ist Dresden in Sachsen? Ich glaube ja, ne? Ich kenne mich da unten nicht so aus. Ich weiß, dass Gotha in Thüringen ist, da war ich schon mal. Auf der Seite von Deutschland kenne ich mich nicht aus. So, 489 Kilometer, 7 Stunden, 16 Minuten. Also, keine Ahnung, 20 Minuten, halbe Stunde. Mal gucken. Ja, ein bisschen weniger PS als der Hobel, den wir vorhin hatten. Stand da gerade am Ende der geschlossenen Ortschaftsschild. Wir sind doch auf der Autobahn. Keep left. Keep left. Okay, Sir, I keep left. Keep right, and then exit right. Okay. To Frankfurt. And Prenzlau on the Oder. Exit right. Ah ne, Frankfurt on the Oder and Prenzlau. Ist der. Achso, aus irgendeinem Grund habe ich wieder auf neutral geschaltet. Okay. So, wir wollen nach Warschau, ne? Warschau ist in Polen und dann müssen wir nach Osten. Ja. Keep right and then exit right. Yep, I exit right, my friend. I will do whatever you want. Exit right. Achso, dann auch nicht. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich wollte noch kurz was gucken. Weiter geht's. Ich überlege, ob ich mir als nächstes meinen eigenen Auflieger kaufen soll. Wobei, dafür ist der LKW, glaube ich, noch nicht spezialisiert genug. Da muss man dann gucken, dass man eventuell ein bisschen eigene Dingsens macht, eigene LKWs. Das können. Muss mir abgewöhnen, mit den Füßen unter meinem Pedal zu ticken. Gehen sie nämlich aus, beziehungsweise geht der Tempomat aus, oder dann meine ich Bremse. Guck
Und hier wohl das neuere Interface reinklatschen. Ja, sonst kommt da nachher als nächstes ein Tablet da oben drauf. Was mir als Navi dient. Weil dann kann ich das blöde Overlay ausmachen. Ich finde das nämlich nicht so cool, wenn man da so ein blödes Overlay drin hat. Ist dann irgendwie nicht Simulator. Ja, ein bisschen mehr PS könnten wir nicht schaden. Ne? Oh, I become tired. Mittwoch 0:02 Uhr. Also 5 Stunden Fahrzeit. 17 Uhr, 7 Stunden Fahrzeit. 6 Stunden, 18 Uhr. Knapp. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Abstand halten. Von welchem Verkehr? Habe ich eigentlich hier jetzt... Ne. Schade. Schade, schade. Die da oben zählen anscheinend nicht als... Ne. Schalte da sowieso mit an. Warschau, LKW ist in der Mitte und rechts irgendwas, was ich nicht lesen konnte. Schöne Eisenbahnbrücke da hinten. Ende auf der Autobahn. Polen ist Schengenland, oder? Kann ich so durchrasen, ne? Doch nicht. Ich dachte, Polen wäre Schengen. Ah, ist es auch. Sie haben bloß die alten... Ah, cool. Das sind die alten Mordstationen dann. Oder die alten Zollstationen, die sie einfach noch drin haben. Finde ich gut. Hier war ja mal eine Grenze. Also ist immer noch eine Grenze, aber hier war mal eine richtige Grenze. Keine Sonne. Man kann hier durchfahren, Grenze. Polen auf der Autobahn 80. Und ich war schon wieder viel zu schnell. Ich kann das Ding da unten nicht lesen, ey. Das scheiß Display kannst du nicht vernünftig erkennen in dem LKW. Oh, 70. Gepennt. Ah, hier ist Mautstrecke, okay. Ich muss gleich auch so langsam mal zusehen, dass ich mich hinlege. Könnte man mal eben da hinten. Ist die ganz rechte offen oder ist die zu? Die ist zu. Jetzt wäre ich da mal eben durchgefahren, weil dann kann ich mich nämlich da hinten einfach draufstellen. Aber. Ein Dacia, ein Duster. Anfang einer Mautstrecke, bitte Ticket aufbewahren. Ja, wir legen uns da vorne jetzt erstmal knacken. Weil, wie man hört, wir sind schon ein bisschen müde. Soll ich die A-Klasse verbeulen? Nee, ne? Kann ich mich da rechts auch hinstellen? Ich stelle mich hier links rein. Okay. Anscheinend funktioniert dieser Punkt nicht. Vielleicht muss ich mich auf die Seite stellen. Ah, so, stellen wir uns hier hin. Geht auch. Auf geht's. Onto the Autobahn. Ach ne, hier heißt das nicht Autobahn, wir sind in Polen. 441 Kilometer bis Warschau. Anscheinend muss ich nicht ganz nach Warschau. Von meinetwegen aus, mir doch egal.
109 Kilometer hat er auf der Uhr. Ist nagelneu, der LKW. Schönes Brummbrumm. Bisschen schnell, wa? 86. 86 passt. Ist natürlich immer noch zu schnell, aber das passt. Geht's hier hin? Posen. Posen wollen wir nicht, wir wollen nach Warschau. Ja. Beleuchtete Autobahn. Sind wir hier in Holland? Entschuldigung, in den Niederlanden. Was haben die doch sowas? Haben die Polen das auch? Das ist ja cool. Man hat was, ne? Muss ich nicht wissen, was das für ein Stromverbrauch ist. Dafür, dass eigentlich jedes Auto Lichter hat. Alle beleuchtet. Cool. 395 Kilometer bis Warschau. Aber in 347 kann ich schon ausladen, meine Bohrsäure. Autobahn. Weil. Konnte ich nie lesen. Wolnoci? Wolnoci? Bestimmt der Rastplatz da vorne. Ach, das Restaurant zum Goldenen M hat sie auch hergeschafft. Okay. Ja, warum nicht? Mit Mods geht das. Die Tankstellen haben auch alle echte Namen jetzt. Das ist so eine riesen Raststätte hier. Das ist schon cool. Dafür, dass sie irgendwo jetzt gar nicht mal so in so dicht besiedelt, oder ist das so dicht bewohnt hier? So viele Straßen waren hier doch gar nicht. War vorhin eine Kreuzung, ne? Aufhebung aller Streckenverbote. Ich darf trotzdem nur 80 fahren. Verdammt. Wäre ich doch ein Flugzeug. Oder ein PKW. Ein PKW voll mit Bohrsäure. Hm. Auf welcher Linie fahre ich denn? Oh. Oh, ja, das passiert, wenn man aus dem Fenster guckt und dabei das Lenkrad verreißt. Ich wollte doch eigentlich bloß Platz machen, damit ich den Polizisten nicht die Füße abfahre. Baustelle. Baut. Gibt's hier was mit Easy Pass oder so ein schönen Kram? Die sind doch meistens links. Ne, gibt's hier nicht. So, eine PKW-Spur hier. Ist mir auch egal. 60 Euro. Ach ja, stimmt. Ich war ja vorhin an der Grenze in eine Mautstrecke reingefahren. Da war ja was. Das ist eigentlich, wenn man dann einen Unfall baut auf der Mautstrecke. Und das Auto ist dann Schrott. Muss ich dann auch bezahlen? Wie wird das abgerechnet? Fragen über Fragen. Da kommt schon wieder. Guck mal, ein SK als Kipper oder was Kammerts? Konnte ich nicht genau erkennen. Sind bald noch zu wenige LKWs, die er in dem Set drin hat. Go straight. Go straight. Yes, sir. I'm so straight, you will not bewege. I will go straight. Denn wir fahren nach Lodge. Mhm. Die Frage ist, wo ist Theo? Ich heiße nicht Theo und da sitzt keiner.
Dann kann Theo wohl nicht mit nach Lodge. Ei! Go straight. Bin ich so viel zu schnell gewesen? Ach shit, hier war 70. Verdammt nochmal. Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Naja. Schöne Fotos vom neuen LKW. Passt doch. Mist. Das habe ich gar nicht gesehen. Ist das ein Polizeiauto? Ja. Ich würde sagen, wenn das ein Polizeiauto ist, ist es cleverer dahinter zu bleiben, ne? Was war das denn gerade? 90, 70? War der gerade für 2,90 Meter? Jetzt ist wieder 60, 40. Waren die alle Volvo hier? Das ist doch ein Volvo, oder? Ja. Haben die hier so eine Easy-Dinger? Da rechts vielleicht, wa? Ohne Schranke? Ne, ist auch eine Schranke vor. Hier sind überall Schranken. Naja. Anfang einer Mordstrecke, bitte Ticket aufbewahren. Jawohl. Ganz schön viele Mordstrecken hier in Polen. Geht doch so nicht. Also wir fangen gleich erstmal zu einer Werkstatt und kaufen erstmal hier so ein Custom Tablet, was ich da hinstellen kann, dass dieses blöde Navi da nicht ständig eingeblendet ist. Das stört mich nämlich. Nur vielleicht nochmal gucken. Noch irgendwas Schickes. Wir haben noch ein Data-Tablet. Irgendwie. Dass man die Anzeige ein bisschen deutlicher hat, weil dass man da unten die Tacho oder die Tempomat-Anzeige, da sieht Sony wirklich was von, ne? Das ist alles so. Ja. Nicht so ultra high-res. Also man kann jetzt kann ich es erkennen, aber wenn ich so sitze, kann ich es nicht erkennen. Schön, da hinten geht die Sonne. Was geht sie denn auf? 3 Stunden sind wir in Warschau. Ja, das ist das Problem mit der nicht ganz funktionierenden Mittelstellung von meinem Lenkrad. Aber ja, die meisten sind mir echt zu teuer. Mal gucken, vielleicht kann ich mal günstig eins auf eBay schießen. Vernünftiges für einen vernünftigen Zustand, für einen vernünftigen Preis. Und 200 Euro für ein Lenkrad. Nee, das rentiert sich für mich absolut nicht. Weil ich nutze es ja wie gesagt höchstens hierfür, vielleicht noch für Arma. Oder für einen Landwirtschaftssimulator. Und sonst brauche ich sowas nicht. Wobei für Grip könnte ich es. Eventuell für Grip. Das könnte man tatsächlich nochmal. Hätte ich schon mal Bock drauf. Nicht Grip. Grip? Colin McRae Rally? Der Nachfolger von Colin McRae Rally, wie heißt der? Doch, der heißt Grip, ne? Oder Grid? Ich hab keine Ahnung. Muss ich mal nachgucken. Ich nehme mal FF. Hoffe, dass ich nicht von der Strecke fliege. Bibliothek. Warten wir 30 Stunden, bis auf den Laptop Steam geladen hat. Und dann cruisen wir jetzt hier so längs. Dauert ein bisschen. Ist auch nicht schlimm. Fahre ich so weit auf der Spur dahin? Dirt! So hieß es, genau. Dirt Rally. So hieß das Spiel. So. Nachtan Tracker ist, wenn ich meinen Kopf verdrehe, um auf den Laptop zu gucken. Verdreht sich die Sicht. Naja. Aber sonst sehr coole Sache. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ich schlenker hier durch die Gegend wie ein Besoffener. Ich bin aber gar nicht besoffen.
Flugzeug? Wir hatten gerade ein Flugzeug. Eine Wolke. Huch. Oder geht das hier mit ab? Hui, hui. Achso, guck mal, wenn du mit der Tastatur fährst, ist es noch katastrophaler. Blubblub. Und dann geht das ja tatsächlich mit dem Lenkrad noch gut. Was mich halt so bei den Logitech-Lenkrädern halt reizen würde, aber ich habe auch ein Logitech, aber nur altes, dass die echt 900 Grad, also fast 3 Umdrehungen Drehwinkel haben zum Lenken, das fände ich schon geil. Gerade für Landwirtschaftssimulator oder so, fände ich schon echt cool. Aber die Dinger kosten auch dementsprechend. Dafür nutze ich sie eigentlich nicht. Naja, vielleicht verschieben wir sowas mal zum Geburtstag. Ich werde ja mal 30. Schönes G27, G29. Na so, irgendwie sowas. Ja. Why is everybody braking? If you break, then I overtake. Ach, deswegen, weil der dicke Bagger den Berg nicht hochkommt. Ist noch 80, oder? Ja, hier ist noch 80. Und eine Baustelle. Inside Vacations. Der ist bestimmt auch wieder so gut gesichert hier, der Bagger. Ist bestimmt auch nicht eine Kette drum oder sowas. Nee, ist er nicht. Die Stützen stehen noch raus. Das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Wenn man sich die Arbeit macht, da so eine Ladung zu erstellen auf jedem Trailer, kann man sich doch eben die Arbeit machen, für die Ladung noch jeweils die passende Ladungssicherung zu bauen, oder? Ich meine, wir fangen ja hier nicht Eisenbahn, wo du noch 60 Tonnen Bramme einfach drauflegst und sagst, die rutschen nicht weg, ist schwer genug. Das geht ja auf der Straße schlecht. Auf der Eisenbahn geht das. Wer denn nimmt mir die Vorfahrt? Doch nicht. Hätte ich gedacht. 50! Schon wieder Maut? Ganz schön gierig, die Polen. Ah, ja, stimmt, wir sind ja an der Mautstrecke gewesen, ne? Flocken. Es lohnt sich ja schon fast gar nicht mehr mit dem Transport. Ich habe schon 300 Euro an Maut. Was steht denn da drauf? Ach, ein Ladewagen. Glaslagewagen, Glasrohr. Wie heißt das Ding noch? Keine Ahnung. Warschau, da wollen wir hin. Danzig, Katowice, Lodz. Ja, eins davon nehmen wir. Ich würde sagen Warschau. Mich würde mal interessieren, was für eine, ab wann dieses Cockpit verbaut worden ist, weil das sieht so ein bisschen aus wie, ja, weiß ich nicht, so 2003 oder so, 2000. Vom Stil her so ein bisschen so, ja. Dieses Grün. Oh. Wobei kann cool aussehen. Ich hatte mein Saab 9-3, der hatte auch so ein Grün. Das sah echt cool aus. Keep Leider. Right. Keep right, yes sir. Ja, und eben nicht hier right, du Laberkopf. Wie angelogen hast du mich. Schnell fahre ich überhaupt. Oh, viel zu schnell. Das kommt vom Gelaber. Ey, komm runter auf 86. Die Sonne steht tief. Morgen da. Heute da.
in einer Stunde, anderthalb. Ja. Das geht wohl. Huch. Warte mal, das sieht mir irgendwie ein bisschen komisch aus gerade hier. Hä? Ah, hier wird eine Mordstelle gebaut. Okay. Ja. Ups, den wollte ich nicht. Den wollte ich auch nicht. Ich wollte eigentlich die... Da, das wollte ich. Nee, das ist... Das Ding, das wollte ich. Berlin-Warschau. Dienstleistung anzeigen. Ach, guck mal. Das ist auch neu. Das ging sonst auch nicht, als ich das letzte Mal noch gespielt habe. F9 scheint einen Screenshot zu machen. F12 auch. Okay. Okay. Ja, warum nicht? So, ich muss nochmal mein Headset richten. Was war das denn? E-Wagen? E-Wagen mit Dach? T-Wagen? Könnte sein. Die Eisenbahnwagen, die da unten fuhren. Könnte sein. Das sahen aber schon arg amerikanisch aus für europäische Verhältnisse. Ich weiß es nicht genau. Habe ich jetzt gerade auf 66 gestellt? Nee, auf 86, wie sich das gehört. Jo. Hui. Was sagt denn der Tank? Knüppel voll. Gut. Boah, hab ich schon erwähnt, dass wir Tutis haben? Hä? Klang bei dem Mercedes nicht vorhin die Hupe schon so? Naja. Ein Heißluftballon! Schön. Ich will auch Heißluftballon fliegen. Nur nicht in die Stromleitung, das ist nicht gesund. Zu knattern. Es kann immer so einfach neben der Linie zu bleiben, wenn du nur so ein nicht gut reagierendes Lenkrad hast, aber naja. Wir werden langsamer, es geht bergauf. So, was sagt er? Keep right and then turn right. Keep right. Keep right and then turn right. All right. Turn right. Hier auch noch rauf. Auf den rechten. Oder wo soll ich hin? Achso, der geht da generell rüber. Okay. Ja, gut. Dann machen wir den Blinker wieder aus. Ja. Go straight, yes. Nach Bialstock. Ich bin noch in Warschau. Guck an, ich bin schon fast da. Sehr schön. Warszawa und Gdansk. Ups. Danzig. Keep right, yes, sir.
26 Kilometer. Exit right. Yes, I exit to the right. Sir. Hier hält es leider nie für nötig, mir zu sagen, dass ich links abbiegen soll. Okay. Das passt. Ich fahre auf die linke Spur, dann passt das. So. Staubsaugerwerbung? Ich spreche kein Polnisch. Gut Verkehr hier. Da ist DHL-Nagel. DHL ist hier gar nicht. Doch, da ist DHL. Keep left and then turn left. Jawohl, Herr Kalai. Turn left. Die Autotransporter sehen nicht ganz überzeugend aus. Also solche Autotransporter habe ich, glaube ich, weiß ich nicht, gibt es die wirklich, diese langen Sattelauflieger als Autotransporter? Gibt es sowas heutzutage noch? Die kenne ich eigentlich nur aus meinen, früher aus meinen Siku-LKWs. DHL. Get ready to turn left. Yes, sir, I get ready to turn left. Links geht rechts geht aber noch nicht in die rechte Tor. Right. Auto World. Guck mal, schick. Da stand irgendwas mit turn Facebook. Right. Hier ist gleich schon mal eine Werkstatt, da können wir gleich. Ja, 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 ja. Muss ich aber weiter ausholen. Ja, ja, ja. Turn left. Ja, ja, ja. Ach, das rechnet er alles als Kreuzung, weil da noch eine Einmündung kommt, okay. Aber da können wir gleich hinfahren, Tablet kaufen. Turn right. Yep, Mokvi. Das wäre. Ich finde das schön, dass sie das hier teilweise echt mit sehr engen Straßen gemacht haben. Da musst du echt noch mal ein bisschen in die Spiegel gucken. Du kannst nicht einfach so rumschleichen, das ist nicht so langweilig dann. Das macht dann Spaß. So, ist das hier schon? Get ready to turn right. Nein. Da vorne ist es. Der große rote Schuppen da, das müsste der sein. Turn da rein? Ja, da kann ich reinfahren. Genau, da ist die Einfahrt. Gut, ach guck mal, hier ist auch noch eine Schranke. Kommst du noch rein, wenn sie nicht mögen. Da hinten soll dann neben den Trameri soll mein Trailer. Das ist natürlich ganz toll, dass da jetzt. We are here. Das können wir aber anders machen. So. Nee, müssen wir noch weiter vor. So, ganz bis in die Ecke rein. Habe ich deine Liftachse hinten am Trailer? Ne, habe ich nicht. Schade. Egal. Oh, eine Lenkachse tut es aber ja auch. Die scheinen hier allerdings inflationär viel vorzukommen, Lenkachsen am Trailer. Ja, hänge ich vorne am Gabelstapler fest? Wahrscheinlich, ne? Ja. Gas geben wollte ich gar nicht. Kann ich Lenkachsen am Trailer sperren? Geht das? LKW-Achse heben, senken, Differentialsperre? Nee, natürlich nicht. Schade. Weil wenn ich jetzt nämlich die Lenkachse da hinten sperren könnte, dann würde der hier nicht so überkorrigieren.
Mit einer gesperrten Lenkachse könnte ich den viel besser da reindrücken. Ja, ist mir egal. Ein bisschen Luft pumpen. Komm schon. So. Sehr schön. Entkuppeln. Ausgezeichnet. Zack, 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 zack. 500 EP. Naja, fast drüber. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, fahren wir noch mal eben schnell zum... Na komm. Na komm. Ach schon. So. Wir wollten eben schnell zur Werkstatt fahren. Oh, und sie im Tablet dahin klatschen, weil das ist ja jetzt kein Zustand so. So. Wir fahren mal hier rum, weil da unten waren wir noch nicht. Ja, ja, sehr still. Never mind. I'll find a new route. Ich finde den gut, den Typen. Get ready to turn left. Ich turne jetzt erstmal right. Dann go ich straight ahead. Turn left. Yes, sir. Get ready to turn left. Wollte meine Augen gerade zufahren oder habe ich mir das eingebildet? Naja. Turn left. So. Turn right. So, da wollten wir hin. So. Ich möchte gerne ins Cockpit rein. Was haben wir denn hier? 5 Series Old? 5 Series New? 6 Series Standard? Ach, verdammt, das hätte ich nie machen dürfen. Also nochmal wieder raus aus dem Laden und wieder in den Konfigurator rein, weil das mit der Überbreite, mit der ich spiele, das kriegt er nicht hin. So. Ach guck mal, das wäre dann das Neue hier. Kostet mich aber 14.000. Boff. Sieht aber schon viel besser aus, ne? Old Panel, New Panel. New Gorgeous. Vielleicht reicht das schon. Das ist aber genauso teuer, das tut sich nicht viel. 5 Series mit den alten, mit den neuen, Old Panel. Ja, komm, dann können wir auch das einbauen. Zack. Ich weiß jetzt nicht, ob der, aber da er kein, er hat ja kein, definitiv kein Navi drauf. Packen wir hier mal ein Long Dashboard Table drauf und dann kann hier ein. Kann kein Tablet drauf? Das gibt's doch nicht. Ah, ich habe den Mod nicht drin. Okay, muss ich nochmal gucken, ob ich den Mod zum Laufen kriege. Dann kaufen wir uns mal ein vernünftiges Tablet hier drauf. Dann kann das Ding erstmal wieder weg hier. Dann kaufen wir erstmal nur das Dashboard, weil das andere gefällt mir auch nicht. Dann muss ich den Sizzle-Mod nochmal installieren, der fehlt dann. Weil dann gab es nämlich auch... Da sitzt einer.
Da hinten sitzt einer. Oder eine. Dann gab es nämlich auch noch ein paar Dinger, die man dann ganz cool dafür nutzen konnte. Jetzt sitzt er da nicht mehr. Er ist weg! Jetzt sitzt er da wieder. Ist ja witzig. Okay. Lenker ist Standard. Kugel brauchen wir nicht. Hier könnte man jetzt einen Portable Navigator hinklatschen. Aber der mir da echt nicht gefällt. Aber da gibt es noch einen ganz, ganz netten Mod, den muss ich dann nochmal wieder installieren. Damit ich das einigermaßen schick hinkriege. Sitze? Kann ich die Sitze ändern? Nee. Center Dashboard, Long Dashboard, Dash. Long Dashboard Table. Center. Long. Das reicht eigentlich mit dem. Und dann könnte man da das Tablet, das Dings draufstellen. Hier kommen die Aviator Shades natürlich drauf. Ach, die gehen gar nicht. Die sieht man nicht. Wieso sieht man die nicht? Ah, weil das der Knopf da hinten ist. Ja, macht Sinn. Natürlich. Macht schon Sinn. Zack. Ja, für so einen Scheiß haben wir jetzt mal kein Geld. Aber ich baue auf jeden Fall das Armaturenbrett, baue ich ein und den Tisch schon mal. Ha! Das macht auf jeden Fall Sinn. Weitwinkelspiegel ist immer gut. Ah, es geht halt um den linken Weitwinkelspiegel. Der ist nur beim modernen mit dabei. Okay. Ja gut, nehmen wir auf jeden Fall. Weil sonst ist doof. Was kann ich da noch machen? Winddeflektor. Weiß ich auch nicht. Braucht man sowas? Gucken wir mal von außen. Braucht man sowas? Sieht das gut aus oder sieht das doof aus? Das sieht doof aus. So. Kunststoff, Kunststoff with Covers. Wo ist da der Unterschied? Kostet Geld. So. Kostet mich jetzt 8000 dafür, dass ich das komplette Armaturenbrett auswechsle. Okay. Sollte das nicht 18 kosten? Ach, kriege ich von dem anderen wieder oder was? Ah, ich kriege für das 8000 wieder. Okay, neue Spiegel noch drauf. Sehr gut. Was kann ich denn hier vorne? Ich kann bestimmt die Headlights auch noch austauschen, oder? Nicht? Fog Rings. Nee, die wollte ich nicht austauschen. Bumper Light in, Bumper Light out. Oya Cappy rechts. Ich weiß nicht, was ein Oya Cappy ist. Engine Badge. R320 Original. So. Ich habe doch eine R320, ne? Glaube ich. Ja, habe ich. Low Deck bringt mir nicht viel. Sehr schön. So, dann haben wir den mal ein bisschen schick gemacht. Das mal vernünftiges Armaturenbrett installiert. Bestellen. So, Wartung. Gewartet werden, brauchen noch nichts. Gut. Zack. Gucken wir mal rein, wie es jetzt aussieht hier. Ah, guck mal, jetzt siehst du auch was an der Anzeige. Sehr schön. Sehr gut. Hervorragend. Gut. Dann wollen wir uns mal den nächsten Auftrag suchen. Aber erst will ich den Mod installieren. Gucken, ob der geht. Ich hoffe, er geht. So, da ist er. Unser erster eigener LKW. Ja. Schönes kleines LKWchen. Ist zwar noch nicht ganz so high-end, aber da müssen wir halt nochmal ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln, dass wir vernünftige Motoren kriegen können. Vielleicht noch ein anderes Fahrwerk, andere Kabine, schöne Lampen oben drauf. Ein paar Randale leuchten müssen da ja irgendwann nochmal ran. Aber das ist ja erstmal, für den Anfang läuft er ja erstmal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne einen Kommentar da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst ein Abo da. Schaut mir auch gerne auf Twitch zu. Ich streame ja auch viele andere Dinger, die hier nicht auftauchen. Also zum Beispiel Dirt Rally oder War Thunder spiele ich im Moment relativ viel. Und halt alles, was ich so spiele, taucht da auf. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.